So, hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Mein Name ist iAwake und wir spielen heute Mafia 2. Wir beginnen ein neues Spiel und schauen, wie es wird. Viel Spaß mit dem Intro-Video. Wir hören uns gleich wieder. Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca. Vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Bitte, mach doch, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Da wir beide arm waren und Arbeitsplätze rangen, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben und ich schieße! Oh, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander! Scheiße. Und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjäger-Division. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà.
Okay, Skeletta. Allora, schalt ihn aus. Traditori. So, dann schalten wir ihn doch mal aus. Der Schuss geht meistens daneben. Ja, sag ich ja. Wir müssen die Balkone säubern, Skeletta. Kommt doch zu Peter in den Sandsäcken. Ich nehm's mit euch. Zieht sich zurück. Los. Auf mein Zeichen. Ich sag gesagt, der erste Schuss geht immer daneben, aber jetzt säubern wir erstmal dieses Haus hier. Scheiße! Corporal? Du und Williams, ihr hebt komm, lass mir rein. Nest aus und sucht dann die Gefangenen. Wir brauchen jeden Mann. Oh. Ist kein Durchkommen. Maschinengewehr hätten wir gefunden. Vorsicht! Ah, nehmen wir doch mal eine Granate. Ha! Oh, das tat weh. Oh, da brennt einer ganz. Oh, zwei brennt da richtig schön. Aber uns geht auch nicht so gut. Ja. Wir müssen weiter. Oh, wo geht's lang? Nimm so viel Munition wie möglich. Alles klar. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Seht euch das an. Wir sammeln einfach alles ein. Gut. Bin ready. Auf der Treppe! Hey, ich mag jetzt die Fresser! Nichts für ungut. Noch jemand? Nein. Die Gefangenen haben sie wohl oben. Säubert den zweiten Stock. Skeletta, du gehst voraus. Okay, okay, ich gehe schon. Ich bin hinter dir, Mann. Haha. Okay. Die Tür, Skeletta. Ja, okay. Ja, umsonst gerettet die Leute. Leute, wo geht's lang? Anscheinend geht's hier entlang. Los! Okay. Hey! Wo zum Teufel steckst du? Scheiße! Jeder von den Wichsern gibt's da noch! Was sagst du wohl, was ich mache? Ihr sollt weg sein, Arschloch! Keine gute Idee, der Balkon! Los, schnell wieder rein! Und rein mit dir, Skeletta! Wir verrecken hier draußen! Würde ja gerne, aber ihr versperrt mir alle den Weg, Mensch! Jetzt geht's los! Das ist unfair, bei der Kirche! Jetzt zieht er! Das ist noch mehr, bei der Kirche! Oh, da kommt der Panzer. Schauen. Ja, jetzt haben wir am Arsch. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Nee, die knallen alle ab. Schweine. Davvero, Don Calò? La guerra è finita! Cacetto, un congè quando siamo arretrati come cucini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noiacci del posto. Ci arrendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison.
Warum? Weil er es sagt. Ja. Lass mal eingehen. Bisschen reden und alle ergeben sich. Nett. Könnte man öfter haben. Sogar in unserer heutigen Zeit. Aber naja, Kapitel 2, zwei Jahre später. Wir kommen zu Hause an. Lautes Heim, Glück allein. Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Ich weiß, mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Toni Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter. Wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Callow. Ohne Scheiß? Don Callow? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest teilen, ne? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schert sich drum. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Geil. Hier kannst du alles fühlen. Scheiß zu kennen, was du... Salute, Centan. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Hübsche Lady, hallo? Hallo, Giuseppe, hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Steht auf uns. Ich stehe auf uns. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja. Aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Armee rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen.
Weihnachtsmusik. Fangen wir mit an. Danke, der Rest ist für Sie. Mein Gott, wir haben $2.25 bezahlt, das geht nicht. And there's simply no place to go. Let's snow, snow, let's snow. Das ist ja voll cool. Muss ich mal stehen bleiben? Ach, das schaut cool aus, ey. Ey, das muss man echt anschauen, das ist echt toll. Passen Sie doch auf, wo Sie rein. Hallo, du bist in mich reingerannt. Geht mit dir. Scusi, ja, meine Fehler, eh? Nenne mich Don Avoike. Oh! Hallo? Er schmeißt mit dem guten Porzellan? Hallo? So, wir sind im Haus. Oh, eine Katze. Hallo, Katze. Was hat er alles gemacht? Ich hab da runter. Geil. Mom, da bin ich wieder. Vito, meine Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedachte, ich dich nie wiedersehen. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito. Hey, Franny, wie geht's? Gewartet. Oh. Komm her. Ich bin so setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Suppa di pollo. Ist gut für dich. Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Benedici, Signore, questo cibo, che per la tua bontà stiamo per prendere. Benedine anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipi alla tua benedizione. Per Cristo nostro Signore, amen. Du musst müde sein, Vito. Ich hab dir ein Bett gemacht. Danke, Mama. Okay, wir haben auf jeden Fall eine hübsche Schwester. Eine tolle Mom. Der Mama kann mal reden. Wie geht es dir, mio bambino? Hast du schlimme Dinge erlebt? Hab solche Angst gehabt. Hab für dich gebetet jeden Tag. Alles okay, Ma. Meistens habe ich einen Jeep gefahren. Kämpfen musste ich nur selten. Jo. Und die Schwester schaut uns auch schon so an. Hallo, kann man mit dir reden? Natürlich. Wie ist es euch ergangen? Franny, was machst du so? Ich habe einen netten kleinen Bürojob, der uns einigermaßen über die Runden bringt. Und ich bin dabei, Papas Schulden abzuzahlen. Francesca, wir jetzt nicht darüber reden. Ja, okay, wir reden schon nicht drüber. Was gibt's hier denn noch zu sehen? Eine nette kleine Küche? Es schneit draußen. Und diese Tür können wir aufmachen. Auch wieder zumachen. Ein nettes kleines Bücherregal. Ein Poster mit Hunden. Und Baseball spielen. Oh, ein Schaukelpferd. Ja. Sehr schön. Wir können uns ins Bett legen. Ja, der ist müde da. Morgen früh. Mütter hören immer alles, ne? Das geht nicht. Ich muss mir eine Wohnung suchen. Ja. Hat er recht. Okay, aber bevor wir uns eine Wohnung suchen, machen wir erstmal für diese Folge Ende. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ayawake. Bye bye.